liebe ich es zu Berlin. Ob auf zugefrorenen Seen oder im Eisstadion, ein bisschen Schlittschuh laufen können wohl viele von uns. Aber was die professionellen Eiskünstler auf ihren Kufen alles zaubern, scheint schlichtweg unglaublich. Doch auch hier gilt wie bei allen Sportarten, früh übt sich. Bei den traditionellen Vereinsmeisterschaften des SC Berlin gibt es deshalb ganz klar auch einen Wettkampf für den Nachwuchs. Dieser kann sich durchaus sehen lassen. Ich finde diese Idee vom Vereinspokal sehr gut, weil dann kann man sich halt sehen, wie gut man ist, wenn man gegen die eigene Klasse antritt. Eiskunstlauf ist die große Leidenschaft von Frieda. Seit ihrem zweiten Lebensjahr steht sie auf dem Eis. Pirouetten, Tanz und Sprünge beim Eislaufen kommt es auf Ausdruck, aber auch auf Athletik an. Frieda bringt beides mit. Das bestätigt auch Jürgen Bertko, der selbst Jahrzehnte als Trainer für den SC Berlin aktiv war und ein großes Talent in Frieda sieht. Die gehört in der Klasse zu den Besten und wir hoffen alle, die Trainer, dass es so weitergeht mit ihr, dass sie noch viele Dinge dazulernt und für die nächsten Jahre erfolgreich sein wird. Alles sieht so leicht und zauberhaft aus. Hinter dieser Performance steckt viel Arbeit. Leider läuft nicht immer alles glatt. Bastian hat damit schon in seiner sehr jungen Karriere Erfahrung machen müssen. Aufgrund einer Achillessehnenverletzung musste der Nachwuchseisläufer eine längere Pause einlegen. Ihm fiel es sehr schwer, nicht seine täglichen Runden auf dem Eis zu drehen. Er kämpfte und kämpfte, dass er bereits früher als gedacht auf das Eis zurückkehrte und ganz oben auf dem Podium steht. Es sieht so aus, als wäre er nie vom Eis weg gewesen. Also ich hoffe, ich kann öfters wieder auf dem Eis sein, mit Wettkämpfen und mit Siegen. Emil, ein echt taffer Junge, scheint mit Schlittschuhen auf die Welt gekommen zu sein. Hinter dem, was hier so locker aussieht, steckt allerdings viel Training. Als er 3 Jahre alt war, hat er mit dem Eislaufen begonnen. Mittlerweile trainiert er 10-mal die Woche. Zu den Stunden auf dem Eis kommen noch Ballett- und Trockentraining hinzu. Aber genug vom Eislaufen hat er trotzdem noch nicht. Auch wenn ich viel trainiere, kann ich mir ein Leben ohne Eissport nicht vorstellen. Mettes Kleiderschrank ist mit Wettbewerbskleidern gefüllt. Heute trägt sie ihr Lieblingsoutfit. Mit diesem konnte sie schon viele tolle Platzierungen erreichen. Seit mehreren Jahren ist der SC Berlin ein fester Bestandteil ihres Lebens. Auch sie hat ein großes Ziel vor Augen. Ich würde gerne unter die Top 10 bei Olympia halt kommen oder so. Die Namen am besten schon mal merken. Und vielleicht heißt es in ein paar Jahren für Emil, Bastian, Mette und Frieda von Sternchen zu Stars. 45 Starterinnen und Starter konnte diese Meisterschaft am Ende verzeichnen. Darunter auch die ganz Kleinen, die zum ersten Mal das Publikum auf dem Eis verzaubern. Denn wie bei allen Sportarten heißt es schließlich auch im Eiskunstlaufen, früh übt sich.